Die Montage des Cibitaro Eckprofils für Schiebetüren. Mit unserem Eckprofil können L- und U-förmige Schiebetüranlagen über Eck realisiert werden. Das Eckprofil sorgt für ein sanftes Aneinanderlaufen und einen bündigen Abschluss der Türen. Bevor das Profil eingebaut wird, muss die Schiebetüranlage montiert und in der Höhe eingestellt sein. Jetzt wird die Länge des Eckprofils gemessen. Diese entspricht der Länge des Griffprofils. Um nachträglich die Höhe der Tür verstellen zu können, wird empfohlen, ein Teilstück von 5 cm bis zur Höhe der Verstellschrauben zuzuschneiden. Dem Maß entsprechend wird das Eckprofil markiert und zugeschnitten. Vor dem Verkleben kann das Profil zur Kontrolle eingesetzt werden. Dieses muss unten und oben bündig zum Griffprofil sein und darf oben nicht schleifen. Beim Einsetzen wird der Steg des Eckprofils in den Lauf des Griffprofils gesetzt. Die flache Seite mit dem Magneten zeigt hierbei zur Innenseite der Tür, da diese sonst nicht richtig abschließt. Wenn alles passt, wird die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes abgezogen. Das Eckprofil wird jetzt von unten nach oben in den Lauf des Griffprofils eingesetzt und festgedrückt. Dies wird für das zweite Eckprofil wiederholt. Falls die Tür jetzt noch nicht passend abschließt, kann bei einer Schiebetür mit Softclose der Auslöser noch leicht verschoben werden. Bei einem Positionsfinder wird dieser leicht verschoben und festgezogen. Die Schiebetür mit Eckprofil schließt nun bündig ab und ist fertig montiert.